Hallo meine Lieben, hier ist nochmal Sabine. Ja, in Deutschland soll jetzt die Pandemie aufgearbeitet werden. Also die Pandemie soll aufgearbeitet werden und außerdem nicht nur das, sondern es sollen auch die Strafen, die für irgendwelche Pandemie-Maßnahmen Verweigerer oder Nichterfüller erlassen wurden, erlassen werden. Also eine Amnestie sozusagen. Also ein Michael Müller von der SPD hat gesagt, das wäre doch eine gute Idee. Hat der eine Macke? Ich meine, spinnt der? Es kann doch nicht sein, dass jemand straffrei ausgeht, der auf einer Parkbank alleine ein Buch gelesen hat. Ich meine, was kommt als nächstes? Irgendwie ein Staatsanwalt, der seine eigenen Kinder vergewaltigt und dafür nicht ins Gefängnis kommt? Nee, das gab's ja schon. Na, egal. Also jedenfalls, es kann einfach nicht sein, dass sowas geht. Also ich meine, wenn sich zwei Ehepaare treffen miteinander, das kann einfach nicht sein. Die müssen bestraft werden. Sie hätten ja so schlau sein können, ihr Treffen als Swingerclub umzubenennen, nicht? Dann wäre es nämlich gegangen, sich zu treffen. Also mit Maske, nicht? Die nur zum Essen hätte abgenommen werden dürfen, zum Sex aber nicht. Aber dann wäre die Sache ja einfach ganz gut gelaufen. Ich hätten sie sich ja einfach mal durchrechnen können, ob das billiger kommt, die Strafe nicht zu zahlen und stattdessen Steuern für den Umsatz im Swingerclub. Aber wenn die Leute natürlich auch so dumm sind, müssen sie bestraft werden. Und ich sehe nicht ein, wie sowas nicht bestraft werden kann. Nicht? Also ich meine, Leute, die irgendwie in eine Disco gehen, nicht? Und da nicht nur einfach auf dem Stuhl sitzen und den DJ anhören, sondern aufstehen und tanzen, nicht? Das muss bestraft werden. Ne? Außerdem hätten sie es ja als Balztanz umfunktionieren können und auch als Swingerclub dann deklarieren, dann wäre es alles kein Problem gewesen. Aber nein, die Leute können sich einfach nicht an Regeln halten. Ne? Es weiß doch jeder, dass auch so ein Virus sich im Sitzen im Restaurant nicht verbreitet, während man isst, aber wenn man aufsteht, um aufs Klo zu gehen. Es muss Regeln geben, Leute. Es muss Regeln geben. Ja, das sagen sie in so Ländern, wo man für vorehelichen Sex ausgepeitscht wird oder als Homosexueller hingerichtet wird. Wahrscheinlich auch. Es muss doch Regeln geben. Und an die muss man sich halten. Und es gibt auch schon Stimmen, die sagen, es kann nicht sein, dass im Nachhinein eine Amnestie erlassen wird, weil zu der Zeit war das schließlich Gesetz und Bestimmung. Und wenn das da Gesetz und Bestimmung war, dann muss natürlich auch dieses Geld eingetrieben werden. Auch wenn sich herausstellt, dass es alles kompletter Blödsinn war. Und nicht nur kompletter Blödsinn, sondern dass man damals auch schon wusste, dass es kompletter Blödsinn war. Das ist egal, nicht? Also, man steht ja alles in den RKI-Files drin, nicht? Also, man soll Corona nicht mit der Influenza-Welle vergleichen, weil bei Influenza viel mehr Leute sterben. Ja, deshalb soll man es nicht vergleichen, nicht? Also, weil es halt nicht so schlimm ist, nicht? Aber wie gesagt, das Durchschnittsalter des Corona-Sterbenden war 83 und damit ein Jahr höher als das Durchschnittsalter der normalen Sterbenden in Deutschland. Aber das ist ja auch komplett egal, nicht? Also, das ist ja wirklich Schnuppe. Und auch bei so einer Beerdigung, nicht? Also, es ist doch auch logisch, dass Leute bestraft werden müssen, die nach der Beerdigung, also auf der Beerdigung, also auf Trauerfeier und im Gang zum Grab, ist alles relativ locker. Aber es ist doch klar, dass hinterher beim Leichenschmaus, nicht, die Regeln ganz andere sind. Also bei den Ungeimpften irgendwie ein Haushalt plus zwei Personen und bei den Geimpften 10 Personen. Ist doch ganz logisch, das ist Wissenschaft. Wer das nicht kapiert, also wer wissenschaftlich so nicht auf dem Stand war, das zu verstehen, dass sowas auch bestraft gehört, wenn sich daran nicht also gehalten wird, ja, der müsste eigentlich auch bestraft werden, nicht? Wegen Blödheit. Nicht? Und die Leute, die jetzt diese Pandemie aufarbeiten, das sind natürlich auch Menschen, die wirklich ihr Bestes gegeben haben zur Pandemiezeit. Nicht? Also Frau Alena Buix, nicht, Vorsitzende des Ethikrates, also Ethik, also naja, müssen wir nicht drüber reden. Also die hat ja zum Beispiel gesagt, sie findet es nicht in Ordnung, dass jetzt die Pandemie aufgearbeitet wird. Für die Aufarbeitung ist sie, aber nicht dafür, dass einzelne Leute irgendwie an den Pranger gestellt werden, dafür, dass sie da den ganzen Kram eigentlich zu verantworten haben. Nicht? Also wasch mich, aber mach mich nicht nass. Wir klären das alles auf, aber keiner soll es gewesen sein. Also ist eine super Aufklärung, nicht? Aber soll trotzdem gemacht werden. Und ich habe da so ein Interview gefunden mit der Frau Buix von 2021 in der Zeit, wo sie ja auch ganz klar gesagt hat, also sie wird ihre Kinder sofort impfen lassen. Leider sind die noch zu jung, nicht? Weil man hat ja auch schon in Israel, Amerika und Kanada viele Jugendliche und Kinder geimpft, ohne irgendwelche Nebenwirkungen, die gemeldet wurden. Und das Ganze ist super sicher, weil auch bei dieser verkürzten Forschungszeit wurden ja nur die bürokratischen Sachen verkürzt. Die eigentliche Forschungszeit war genauso lange. Verrückt, nicht? Also da weiß man jetzt mal, dass wenn so ein Impfstoff irgendwie erprobt oder getestet wird oder ein anderes Medikament, von den 10 Jahren irgendwie 9 Jahre nur irgendwie ja Bürokratie ist, nicht? Also könnte man auch weglassen, dann würde es auch schneller gehen, aber ist ja nur ganz egal. Die hat jedenfalls gesagt, sie hätte ihre Kinder sofort impfen lassen, alles safe, alles sicher, nicht? Und jetzt im Nachhinein sagte sie dann, ja, es ist ja so, das war damals eine irre herausfordernde Situation. Ja, wenn Leute irgendwie mit irre herausfordernden Situationen nicht umgehen können, sind sie vielleicht im falschen Job, nicht? Weil ich denke, jeder von uns, also ihr, du, ich, wir alle, also jede Putzfrau, jede Kindergärtnerin, jeder Bauarbeiter hätte doch gewusst, was zu tun ist. Nämlich nix, ne? Nämlich einfach gar nichts, dann wäre da durchgelaufen, wie in Schweden.
Oder zum großen Teil auch in Florida oder in Tansania, nicht? 3 Tage beten, 3 Tage fasten und der ganze Scheiß ist durch. Nein, nein, das ging nicht. Es musste Regeln geben, nicht? Und je bekloppter, desto besser. Und jetzt im Nachhinein sollten die Pandemie-Maßnahmen halt als unwirksam sich herausgestellt haben, wie es ja nun mal einfach ist, nicht? Also, dass es alles Unsinn war, also die Lockdowns mehr Schäden verursacht haben, als sie irgendwie Gutes bewirken überhaupt hätten können, nicht? Also, dass es natürlich auch nichts Gutes hätte bewirken können, wenn man vernünftig darüber hätte nachgedacht, ist ja eine ganz andere Sache, ne? Weil ein Lockdown, der irgendwie montags angekündigt wird für nächsten Freitag, was soll der noch bringen, nicht? Ab nächsten Freitag sind die Diskos zu, ne? Und die Kneipen, ne? Dann rennen sie alle nochmal los, besaufen sich ordentlich, tanzen wie die Irren, gehen in Zwingerclub, ich weiß es nicht, ja, und verbreiten irgendwelche Viren und sonstigen Keime und am Freitag ist dann alles gut, ne? Also wie gesagt, sowas ist natürlich eine Regel, an die man sich auch hätte halten müssen, nicht? Aber so ein Lockdown hat halt einfach nichts gebracht. Ne? Dass die Masken nichts gebracht haben, es stand zwar auf der Packung, nicht? Und es gibt Studien darüber, aber trotzdem, und Herr Drosten hat ja auch gesagt, nicht? Die Masken bringen nichts, halten das Virus nicht auf, aber trotzdem musste man sie aufsetzen. Das war damals halt Stand der Dinge und Wissenschaft. Nicht? Und so richtige Wissenschaftler, die gesagt haben, das ist alles Mumpitz, das waren halt keine Wissenschaftler. Nicht? Und die müssten halt auch weggesperrt werden. Also die müssen ins Gefängnis. Oder die mussten fliehen in andere Länder, damit sie nicht ins Gefängnis kommen. Nicht? Das wird jetzt alles aufgearbeitet, aber ohne Schuldige irgendwie zu finden und ohne diesen Leuten auch eine Amnestie irgendwie zu erlassen, weil es war ja nun mal damals Gesetz. Und an Gesetze muss man sich halten und an Regeln auch. Es muss Regeln geben. Und je bekloppter, desto besser. Nicht? Also ganz toll ist das alles gelaufen und das wird jetzt auch sicher super aufgearbeitet von den Akteuren des Ganzen und auch von den Profiteuren des Ganzen. Also für wie viele Milliarden jetzt wieder die, ein Drittel aller Masken wurden irgendwie weggeschmissen, nicht? Also für mehrere Milliarden Euro, nicht? Also hätte man andere Dinge mitmachen können, zum Beispiel noch mehr Panzer in die Ukraine. Also da bin ich ja ganz froh, dass das Geld schon für die Masken ausgegeben wurde, weil besser die wegschmeißen als aber ganz egal, nicht? Also so läuft das heutzutage und es ist ja ganz verrückt, wenn man nämlich guckt jetzt, Pandemieaufarbeitung. Habe ich geguckt, nicht? Und da stand dann drin, was jetzt so Pandemieaufarbeitung ganz toll ist. Und dann stand auch vor allem dabei, was jetzt ja in Zukunft gemacht werden muss. Also die zukünftigen Themen sind dann erstmal, was ist die nächste Pandemie? Und Sachsen-Anhalt will sich besser für die Pandemie rüsten. Nicht? Also das ist dann wahrscheinlich die Aufarbeitung. Nicht? Also wie es noch besser geht. Also wie man die Leute einfach noch verrückter machen kann. Indem man noch mehr schwachsinnige Gesetze erlässt, an die die Leute sich dann zum größten Teil ja leider halten. Das ist ja der Wahnsinn. Wenn sich keiner dran gehalten hätte, wäre das alles nicht passiert. Aber wie gesagt, einige sich nicht halten und die müssen natürlich dann bestraft werden. Nicht? Man muss sich an das halten, was sich irgendjemand ausdenkt, der keine Ahnung hat. Das ist ganz wichtig. Also Leute, ich finde es jedenfalls total verrückt, diese Aufarbeitung, wie die jetzt so weitergeht. Nicht? Also die 1000 Seiten, die geschwärzt sind, wo Herr Lauterbach jetzt gesagt hat, die sollen entschwärzt werden, weil er ja der einzige Weisungsbefugte fürs RKI ist. Also das RKI ist ja ein komplett unabhängiges Institut, nicht? Das die nur so für sich forschen irgendwie und die haben nichts irgendwie mit Regierung und so zu tun, komplett unabhängig. Und er kann aber jetzt da irgendwie weisungsbefugt sagen, dass das alles entschwärzt werden muss. Wobei er ja andererseits gesagt hat, das sind vor allem Mitarbeiternamen. Nicht? Also seitenweise, also 1000 Seiten und das sind 800 Seiten eigentlich nur Mitarbeiternamen, die dann durchgestrichen werden mussten. Stand auch nicht dabei, was sie denn gemacht haben und warum, weil wenn es Mitarbeiternamen sind und da sonst nicht steht, kann ja dahinter eigentlich nichts Dramatisches sein. Aber wie gesagt, das soll jetzt entschwärzt werden und ich bin gespannt, was da noch weiter rauskommt. Und ja, hat Frau Alena Büchs jetzt eigentlich ihre Kinder, als sie ein bisschen älter waren, jetzt noch impfen lassen oder war sie froh, dass sie jetzt das doch nicht gemacht hat, wo rausgekommen ist, dass irgendwie sie ihrer Aufgabe nicht gewachsen war, genauso wenig wie die anderen, wobei es ja gar keine Aufgabe gab. Das ist ja das Verrückte an der Sache. Es gab ja gar keine Aufgabe, nicht? Also jeden Tag in Deutschland sterben 2700 Menschen, nicht? Und während der Pandemie sind jeden Tag 2700 Menschen gestorben. Und ja, die Leute in Deutschland sterben im Schnitt mit 82 Jahren, die Pandemiekranken starben dann mit 83 Jahren. Also, aber hat alles seinen Sinn gehabt, wie gesagt, es muss Regeln geben, aber jetzt wird aufgearbeitet und ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt, so wie ich, nicht? Und ich wünsche euch einen schönen Tag und was ist die nächste Pandemie? Ich weiß es nicht.